So, moin Leute, heute begrüße ich euch mal im Titelbildschirm von Minecraft. Und zwar wurde endlich mal der Ezzer-Mod für die 1.2.5 geupdatet, da oben steht's. Weil bis jetzt habe ich da nur so eine Fake-Dinger gefunden. Wenn du es dir gedownloadet hattest, hattest du denn die 1.1.0. Und das Ding wurde von einem ganzen Modder-Team geupdatet, weil das Spiel ja auch ganz schön groß ist. So, für alle die, die nicht wissen, was der Ezzer ist, den zeige ich das jetzt. Ich nenne das mal Ezzer. Mal gucken, was wir Schönes rausbekommen. Ja, ist okay so. So, jetzt wird die wunderschöne Landschaft generiert. Ich erkläre dazu ein bisschen was zum Ezzer-Mod. Der Ezzer-Mod ist der Gegenteil vom Nether. Das heißt, anstatt in der Hölle kommt man damit quasi in den Himmel. Und eigentlich kennt doch so ziemlich jeder, der Minecraft spielt, den Mod. Also. So. Dann bauen wir jetzt mal das Ezzer-Portal. Dafür braucht man Wasser. Und ja, und man braucht Glowstone, wenn man es findet. Wenn man es findet. Wenn man... Hallo? Ach, ich liebe das, wenn man so Zeug in der Aufnahme und so nicht findet. Ich finde, besser kann immer die Aufnahme gar nicht sein, ne? Ich bin blind. Hallo? Ezzer? Ach, Ezzer. Ich gucke jetzt hier. La 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 la. Ach, hier. Leuchtsteine. So, fliegen wir mal hier so ein Stück nach oben. Ja, schön, dass ich hier so schön im Dschungel bin. So, Bruchlandung. Grabbeine gebrochen. So, hier baut man sich ein Ezzer-Portal. Alter, machen wir hier nicht so laut den Zaun, das geht ja gar nicht. So. Ja, fertig. Sieht halt wie ein Ezzer-Portal aus, nur dass es zum Ezzer führt. Und wenn ich das jetzt so mache, klappt das nicht. Cool. Ich glaube, ich brauche einen weißen Eimer. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung. Hallo, Wassereimer. Boah, ey. Jetzt finde ich den Schrott nicht. Ah, Eimer. Habe ich das jetzt so richtig gebaut? Ja. Ah, super, da ist er. Da steht das Ezzer-Portal. Boah, und macht extrem laute Geräusche. Ja, komm, mach mal so hier. So, denn hey ho, let's go! Into the Ezzer! Wo die Landschaft erstmal generiert wird. Und ich mir im Stuhl ein Stück ranrücken. Ja! Landschaft wird generiert. Jetzt Saving Chunks, Bump, Fehler. Das finde ich jetzt gar nicht witzig. Jetzt kommt das Trollface und da steht Fake. Welt wird simuliert. Der simuliert doch bloß. Ach schön. Sogar mit Sound. Doch nicht, schade. Ja, Oder, also wenn man jetzt ein Survival ist, kommt man da echt super gut, ne, hier. Komm, lande mal. Hallo? Hui. Folgen. Ja, was zeige ich denn jetzt zuerst? Ja, ich zeige jetzt erstmal den Tempel da. Ne, ich zeige erstmal die interessanten Dinge. Es ist alles interessant. Aber die Schweine sind am interessantesten. Die braucht man. Ich weiß nicht, ob das mit den Schweinen ging. Ich suche mal kurz einen Sattel, Leute. Ich denke, war das nicht so? Das waren doch die Schweine, oder? Warte mal. Warte. Sattel. Die Aufnahme wird so interessant, das sehe ich jetzt schon.
So, bitte sag mir, dass das mit dem Sattel ging. Boah, die Musik ist ja cool. So, die da hinten, das sind so gesehen die Guests im Ezra sozusagen. So, mit den Schweinen kann man denn hier so, naja, gleiten sozusagen. Also man kann halt extrem hoch springen mit dem Tierchen. Kann man hier jetzt so durch, über so hier? Ja, genau. So, na dann versuchen wir mal dort drüben hin zu gelangen. Hui. Wir werden beschossen. Hey, Kanonenkugeln. Schneekanonenkugeln. Hui. So, komm, noch ein Stück höher. Ja, hier sind auch wunderschöne Blümchen, die mir zum ersten Mal auffallen. Könnte daran liegen, dass hier ein bisschen geupdatet wurde. Zum Beispiel wurden die Weihnachtsgeschenke rausgekommen, die es noch zuletzt gab. Oh, die Bäume machen jetzt hier so Pupse. Nein, nein, ja, doch. Oh. Die Wolken irritieren ein bisschen, weil man da immer ein bisschen einsackt. So, hier sieht natürlich sehr geil aus, muss ich wirklich sagen. Gibt natürlich auch eine Menge neue Items, aber die zeige ich jetzt nicht alle, weil sonst bin ich ja morgen noch nicht fertig. So, danke Schwein. Bitte bleib hier. Ich habe das immer eingesperrt im Survival. So, ja, hier, das sind die bösen Truhen. Ich nehme mal gleich in das der neuen Items. Hammer of Notch. Komm, stirb. Was bist denn du für ein scheiß Hammer? So, also das heißt, nicht in jeder Truhe ist auch was drin. Ja, es sind halt hier so eine Fake-Truhen, die euch denn angreifen. Ich kann ja mal hier rausgehen aus dem Survival, weil das ist aus dem Creative, weil das ist ja sonst hier. Komm. So. Ja, ist ja ganz toll. Ich will aber auch ein bisschen was finden. Ja. Ja, das ist schön. Ja, Mann. Ich will hier auch mal was anderes außer. Boah, ich glaube, das wird ein ganz schön langes Litschung. Bei dem ganzen Zeug, den es hier gibt. Ich weiß nicht, soll ich cheaten? Ja, nein? Soll es aufhören zu laggen? Hallo? Hey! Ah, hä? Was guckt denn der so verkrüppelt nach hinten? Pff, dicke, pff, yeah, mein Genick ist gebrochen, ich bin voll cool. Nehmen wir mal die. Ich weiß nicht, wie gut wir die Rüstung sind. Oh, die scheint auf jeden Fall ganz nice zu sein. Auch mit Genickbruch. Oh, dann haben wir noch so eine Handschuhe. Boah, geil. Kann man hier sich auch so eine richtig schwarze Rüstung machen. Oh, warte mal. Das scheint hier auch die beste Rüstung zu sein. Weil da unten die Leiste... Jo, also die beste Rüstung haben wir gerade an. Und man sieht, das ist wohl die Batman-Rüstung. Jetzt holen wir uns noch das beste Schwert. Vampire Blade. Das hört sich doch voll geil an, oder? Boah, wie ich mir jetzt erschrocken. Hallo. Alter, bin ich gerade zusammengezuckt, ey. Ja, das hier sind die Fackeln sozusagen. Also, man kann jetzt hier keine normalen Fackeln, glaube ich, so war das doch, oder? Ne, man kann keine normalen Fackeln setzen. Man braucht diese Special-Fackeln, die kann man ja auch durch Kohle gewinnen. Hier gibt es nämlich kohleartiges Zeug. Und hey ho, let's go mal nach oben. Und das hier ist irgend so ein, keine Ahnung. Das hier ist natürlich eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, kann man hier jetzt mit dem Ding irgendwie Pfeile verschießen? Oder was ist denn das hier? Ich habe keinen Schimmer. Haben wir jetzt einen Pfeil verschossen? Nee, also da, das Ding habe ich echt gar keine Ahnung. Noch nie gehabt, das Buch. Book of... das ist ja geil. Das ist jetzt auch neu. Da hat man hier so eine Information. Oh, das ist jetzt wirklich eine geile Geschichte. Okay, super, geil. Das ist krass. Das ist richtig cool.